Bist du aufgeregt wegen der Komplettanlage? Du hast das ja noch nie im Kaltstart gehört. Ja, das stimmt. Ja. Oh, du hast noch ein Fahrrad dabei. Oma Fahrrad. Oh Mann, ja, weil das Schloss ist dran. Servus, Leute. Du sollst mir helfen. Das Schloss ist dran. Warte, du nimmst hinten nicht im Fahren, okay? Okay. Oh nein, jetzt habe ich meinen Schlüssel verloren. Warte. Leute, wir machen jetzt hier Connys Motorrad-Bergungs-Action. Ja, okay, wo willst du das hintragen? Ja, das Oma-Fahrrad. Alter, das ist ja Wahnsinn. Das Fahrrad. Oh! Ja, nimm. Oh, was machst du mit deinem Fahrrad? Okay. Wie lange bist du da schon immer gefahren? Ja, dann warte nochmal anmachen. Warte. Rolle erst einmal zu mir. Okay. So Leute, sie hat nämlich noch nie die BMW gehört. Wie lange habe ich denn jetzt schon die Komplettanlage? So zwei Wochen ungefähr. Okay, eine Woche war sowieso schier, da konnte man sowieso nicht fahren. Ja. Oh Gott. Ja, du musst langsam fahren, ich bin schon urlang nicht mehr gefahren. Ja, ich fahre eh langsam, ist kein Thema. Gerade in die Kurven bleibt bei Stopp dafür stehen, sodass ich mich nicht gehetzt fühle, weil sonst falle ich hoch. Ah, die ist echt ganz schön hoch. Aber ich sehe schon tief verliebt. Hoch? Ja, schau mich an, ich da dahergekratzt komme, wie so. Bist bereit? Ja. Okay. Los! Warte mal. Bereit. 3, 2, 1. Ich höre das Fehler, hat angefangen zu laufen. Aber hört sich gut an, oder? Ja, hört sich gut an. Das hört sich auf jeden Fall laut an. Oh ja. Aber das hört sich so unangenehm an oben. Ja, deswegen fahren wir lieber. Ja, aber ich hoffe, ich kann fahren. Warte, ist es spannend? Jawohl. Aber wir müssen gleich fahren. Man hört der CB gar nicht bei meinem Auspuff. Erstmal Heizgriffe einschalten. Ich werde vor dir fahren. Ja, Gentlemen, danke. Ja, manchmal geht es direkt an, wenn man da drüber fährt. Ich glaube, ich bin zu weit links gefahren. Ja. So Leute, was machen wir heute? Wir besuchen heute den Nachbarn. Huch, das war der Neutrale. Wir besuchen heute unseren Ehrenmann-Nachbar mit einem 4 bei der Tankstelle, bei der Waschbox. Huch! Der Anfänger wieder am Blinken. Oh Mann, man merkt, ich bin voll lange nicht mehr gefahren. Oh Mann, und es ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder mit Lederkombi fahre seit letztes Jahr und es ist sehr kalt, muss ich sagen. Ja. Also geil ist das noch nicht. Und mein Sommerhandschuh hat sogar ein Loch und am Finger ist es ein bisschen sehr kalt. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich nicht so laut wie gestern. Das ist sehr seltsam. Ich höre sogar meinen Auspuff in deinem Sehner. Da vorne ist der Blitzer, gell? Der bremst nicht so schlimm. Oh Gott, Alter. Da bei der Ampel. Bei der Ampel. Okay. Leute, kennt ihr das? Neue Blitzer und dann weiß man nie so wirklich, was geht da ab. Erst die neue S1000R, das war die neue. Ja. Wie macht sie das an? Ah, nö. Da vorne steht eh schon der Nachbar mit dem goldenen M4. Oh Gott, ohne schauen. Wie asozial, Alter. Ja.
Was geht? Warum? Servus. Bruh. Machen wir so. Servus. Fisch, Fisch, gell? Hört man schon von ein bisschen an Entfernung? Wir haben eh gerade gesagt, im Video kommt es weit nicht runter. Das stimmt, das stimmt. Ja, ist schon laut. Bei dir hört man gar nichts. Aber es ist so schlimm. Es macht sich aber so gut an. Aber jetzt ist es leiser wie gestern. Das ist schon, jetzt ist es leiser wie gestern. Ja. Aber auch gestern, wie wir vom Leck haben. Da war es aber sehr laut, ja. Das verstehe ich auch nicht warum. Aber ja. Einfach so ein paar Fotos machen. Brauchst du auch ein paar Fotos? Winzi! Da kann man auch dabei. Da kann man Fotos mit einem. Ey, das war der Wahnsinn, ja voll. Können wir vielleicht noch Rolling Shots oder so machen? Das war halt richtig geil. Fahren wir da hinten hin, wo wir gefahren sind, nachdem wir den Ort ja. Da ist wenig Verkehr. Ja, voll. Können wir machen. Dann machen wir ein paar Rolling Shots. Ja. Haut hier. Hab ich mitgenommen, weil sonst jetzt nicht geschafft hat. Ein Abstand mit Dings oder was? Ja, voll. So Leute, wir sind unterwegs mit der BMW, mit Ehrenmann Nachbar und der Crewnetics und jetzt machen wir ein paar Rolling Shots, richtig nice. Und ja, hier ist richtig viel los, geht gut ab, schöne Autos, schöne Conny, let's go. Aber sehr cool eigentlich das Boot, voll nice. Da ist voll geil, du hast immer was zum Trinken. Du kannst du mal in 1-2 Orten vor der Stadt spielen. Na gut, wenn man sieht, sie kommen da, haut man einfach schnell ab. Dann hat man schon gut gehört von da unten, oder? Ja, ja. Das Ding ist, man hört dich schon von der Weide. Ja. Hört sich gut an, gell? Aber lang fährst du nicht. Nein, morgen krieg ich eh schon einen Termin dann beim Händler, irgendwann in 2 Wochen oder so, baue ich es wieder um, weil. Okay. Es hört sich zwar geil an. Hm? War das nur Probe, oder? Naja, es war eigentlich für ein Video. Okay. Und es hört sich zwar schon geil an, aber wenn man in der Tiefgarage in der Nacht startet oder sowas, das ist schon. Ja, 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 voll. Nein, das ist schon zu heftig so. Hat eh so auch schon einen guten Sound, das ist eher heftig. Okay. Aber hört sich geil an. Ja, voll, voll. Warst du Auto-mäßig auch? Ein Pampers-Bomber. Ein Seat. Seat Leon ST. Ja, ein bisschen tiefer hätte ich gern, weil es ist so viel Abstand zwischen Reifen und Dings, weißt du. Wenn ein bisschen tiefer wird, das war halt schon geil. Aber das Carbon, das macht halt auch schon wieder, gell? Ja, voll. Überhaupt die Lichtmasken, weil beim Originalen ist ja da Silber und es ist da auch komplett schwarz rundherum, es schaut schon geil aus. Ja, es kommt eh noch ein bisschen an Carbon. Das Teil kommt noch in Carbon, die obere Abdeckung und der Kotflügel hinten. Hey, wir müssen noch einen Soundvergleich machen mit dem M4. Irgendwann einmal. Ich bin am M4. Solange ich ihn noch oben hab. Ja, der Rechnung war es eh nicht. Das ist halt, dass du auf die Videos nicht so rumkommst. Vorher, das kriegst du nie so rüber. Man merkt schon, okay, es ist laut und es ist geil, aber. Aber ist beim M4 das selbe. Ja, das ist Sound und Videos, das. Aber ich finde das so geil, dass sie allein schon so verfährt. Ja, voll. Am Anfang hat er genau so ausgeschaut, überall. Ne? Ja. Los. Titan würde da extrem geil ausschauen. Ich bin gespannt, wie lange das du fährst. Ja. Wenn sie mich heute erwischen, kann ich zumindest sagen, ich habe morgen schon einen Termin, dass es in 2 Wochen umbaue oder so. Vielleicht rettet mir das ein bisschen. Ah, glaube ich nicht. Willst du das nochmal hören? Ja, machen wir auch. Oh, das ist also im Video kommt das nie so rüber, das spürst du richtig, es ist brutal. Hat wer ein Dezibel-Messgerät zufällig? Nein, leider nicht. Ah. Aber das war interessant, gell? Interessant war, wenn in AK-Modus sein würde. Ja. Nein, da hat dann keine Chance mehr. Ja, der M4-Soundvergleich kommt auf jeden Fall noch. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das Auto ist einfach ein Traum.
Mit dem Auto fällt es nicht so auf. Der Sound ist so nice, es macht sich so gut an. Ja, ich würde sagen, dann werden wir das Video da mal beenden, oder? Leute, es hat Spaß gemacht, die ganzen Reaktionen noch einzufangen bei dem Tuning-Treffen. Oder was heißt Tuning-Treffen? Da geht es eigentlich immer gechillt zu. Werden wir sicher öfter den Sommer chillen. Deswegen schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, peace. Schaut bei der Conny vorbei, beim Ehrenmann-Nachbar und bei der Crewnetics. Nachbar und bei der Crewnetics. Bruh. Boah. Das wäre fast umgefallen.